Meine lieben Schützen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr hier heute die Zeit gefunden habt, bei mir reinzuschauen, wenn wir gleich in die Energien der kommenden Woche lauschen wollen. Zuvor aber denkt daran, das Video ist zeitlos. Wenn euch diese Botschaft erreichen soll, wenn ihr dieses Video startet, dann beginnen die 7 Tage für euch zu laufen. Das kann in 2 Wochen, in einem Monat sein, wann auch immer. Genauso, wenn die Dame im Lenormand fällt, dann ist es eure Energie, und fällt der Herr, dann ist es ein mögliches Gegenüber und ihr Herren, ihr dreht es euch so um, dass es für euch passend und stimmig ist. Wir starten mit dem schamanischen Seelenorakel. Da wollen wir einmal einen Blick in euer Herz, in eure Seele werfen. Was ist denn wichtig? Welche Botschaften sollen euch für die kommende Woche erreichen? Wo müsst ihr vielleicht genauer hinschauen? Oder was dürft oder sollt ihr loslassen? All solche Botschaften können mit dem Schamanen-Orakel fallen. Wir werden sehen, was für euch wichtig ist. Eine Botschaft hätte ich gerne. Eine Botschaft für meine Schützen für die kommenden 7 Tage. Der Rat. Nicht das Rat, sondern der Rat. Der Rat der Weisen, der Rat der Alten, der Kreis von Menschen, die die Geschichte verfolgt haben, die die Geschichte am Leben erhalten, die alle Weisheiten der vergangenen Zeiten in sich birgt. Diesen Rat solltest du in der kommenden Woche einmal um Hilfe bitten. Das kann eine Mama sein, eine Oma, Freunde, Bekannte, Menschen um dich herum, die du für weise erachtest, von denen du weißt, dass sie objektiv Ratschläge geben, wenn man sie darum bittet. Aber der Rat ist auch die Einladung, dich einmal mit der geistigen Welt zu verbinden, durch Meditation oder geh spazieren. Im Wald, lass die Seele baumeln, immer der Ort, an dem Stille herrscht, ist gut, Botschaften zu empfangen aus deinem Inneren, aus deiner Seele, aus deinem Herzen, die dich weiterbringen können. Achte auch auf Träume, wenn du um einen Rat bittest. Was träumst du? Welche Bilder kommen in dir hoch? Und wenn du jetzt sagst, Menschenskinder, Aurora, kaum habe ich die Augen aufgemacht, weiß ich schon überhaupt nicht mehr, was ich geträumt habe, dann sage ich immer wieder, leg dir ein Büchlein nebens Bett und schreib, sobald du wach wirst, stichwortartig auf, was von deinem Traum noch übrig geblieben ist. Und du wirst sehen, desto mehr du das praktizierst, desto besser wirst du dich an deine Träume erinnern können, und Träume sind so wichtige, ja, Hilfsmittel für die geistige Welt, mit uns zu kommunizieren. Also ganz, ganz schön, wenn man lernt, seine Träume, ja, Revue passieren zu lassen und die Botschaften darin zu erkennen. Wir schauen, welche Energie des Phönix auf den Rat noch fällt. Wow, das ging schnell. Du bist auf dem Holzweg. Ja, so scheint es zu sein, deswegen der Rat. Vielleicht spürst du es auch schon in dir, dass eine Meinung, die sich in dir gefestigt hat, oder ein Ziel, eine Vision, nicht so ganz stimmig ist, sich nicht wirklich stimmig anfühlt, du ins Grübeln und ins Zweifeln kommst, ob das für dich so richtig ist, wie du es denkst. Da ist es tatsächlich jetzt an der Zeit, dir einen Rat einzuholen. Zu schauen, was sagt jemand anders zu deiner Situation? Vielleicht jemand, der ganz objektiv ist, ja, der nicht mit Emotionen draufschaut, sondern wie ein Freund es eben macht. Vielleicht sehen wir mit den Lenormand-Karten auch gleich,
worum es geht. Denn jetzt tragen wir eine Hauptenergie, eine Überschrift für die kommende Woche. Was ist so das Thema in der nächsten Woche? Da hätte ich gerne eine Karte. Der Hund. Der Hund, Treue, Loyalität, Freundschaft. Bei einigen von euch geht es um eine Freundschaft. Vielleicht hast du dich verkracht, vielleicht habt ihr beide verschiedene Meinungen. Es muss ja nicht mal zum Streit gekommen sein. Du denkst zwar, dass du recht hast, aber vielleicht bist du tatsächlich auf dem Holzweg. Genauso kann der Hund einen Seelenpartner darstellen, denn ich sage ja immer, der Hund sucht sich den Menschen aus, nicht der Mensch den Hund, auch wenn wir uns das immer einbilden. Nein, der Hund spürt, zu welcher Seele, zu welchem Menschen er gehört. Wir schauen mal tiefer hinein, da werden uns sicher die Antworten noch geliefert, um was es da genau geht. Drei Karten hätte ich gerne auf den Hund. Aber auf jeden Fall bist du auf dem Holzweg. Solltest deine Gedanken, deine Gefühle nochmals genau unter die Lupe nehmen. Drei Karten auf den Hund, bitte. Und noch zwei. Das waren zu viele. Und eine noch. Bin echt gespannt, was der Hund euch mitteilen möchte. Die nehmen wir gleich mal damit runter. So, der Berg, der Fuchs und die Blumen. Ja, der Berg, du stehst vor einem Hindernis. Ja? Du stehst vor einem Hindernis, weißt nicht, wie es weitergehen soll, hast bestimmte Vorstellungen in deinem Kopf, die ja anscheinend nicht so wirklich dich ans Ziel bringen. Und hier geht es jetzt darum, genau hinzuschauen. Der Fuchs ist ein schlaues Tier. Vielleicht solltest du den Ratschlag eines Freundes nicht außer Acht lassen, nochmal darüber nachdenken oder ihn tatsächlich zu Rate ziehen. Die Blumen sagen auf jeden Fall, da soll Wachstum hineinkommen. Die Blumen sind das Schöne, das Wachstum, das Geschenk, die Überraschung kann auch für eine Einladung stehen. Möglicherweise bekommst du eine Einladung in der Woche, triffst dich mit Freunden und kannst dir dort einen guten Ratschlag abholen. Ein Ratschlag, der dir helfen wird, hier bekommen sie gehilft, der dir helfen wird, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Eine Karte hätte ich gerne noch, zwei sind ja gleich mit rausgehüpft. Der Anker, nee, schon so rum. Die Mäuse und der Bär, ja. Die Mäuse fressen den Anker auf. Das bedeutet, es nagt ganz schön an dir. Deine Sicherheit ist geschwunden, verschwunden. Irgendetwas beschäftigt dich so sehr, dass es permanent an dir nagt, dir deine Sicherheit, dein Vertrauen rausnimmt, dass du diesen Berg noch ja, überwinden kannst. Der Bär, eine Autoritätsperson, eine starke Persönlichkeit, steht einfach für Stärke. Ja? Da kann es wirklich sein, dass es sich um die gleiche Person handelt. Vielleicht auch der Anker, die Berufskarte, der Bär wird auch gerne als Vorgesetzter gesehen.
Vielleicht hast du im Geschäft gerade Hindernisse vor Augen, die nagen an dir. Das hat was mit deinem Vorgesetzten zu tun. Irgendwie kommst du im Job nicht voran. Und da ist es aber dein Vorgesetzter, der dich überraschen wird. Sprich ihn doch mal darauf an. Vielleicht gibt er dir auch den guten Ratschlag, gibt er dir wieder die Sicherheit, die dir im Moment fehlt. Das kann um eine Ausbildung gehen, um einen Berufswechsel, ja, um alles eigentlich. Aber die Berufskarte ist gefallen, darum jeder von euch weiß, was sein Thema ist, was gerade so an ihm nagt. Vielleicht hast du auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein in deinem Beruf oder in deinem Thema. Und da kommt jemand und sagt dir genau das Gegenteil. Manchmal sind wir ja auch von unserem, oder wir erwarten zu viel von uns, ne? Und das Umfeld sieht uns vielleicht auch ganz anders wie wir selbst. So, auf die Mäuse. Ja, der Schlüssel, das Kind und der Sarg. Super, super schön. Der Schlüssel schließt bekanntlich etwas auf. Da geht etwas vorwärts. Da wird dir eine Türe geöffnet, von der du vielleicht gedacht hast, die ist für dich verschlossen. Das Kind zeigt aber den Neubeginn an. Hier geht es aus dem Mangelgefühl raus in etwas Neues. Das sagt dir der Sarg. Der Sarg lässt alte Dinge hinter sich. Da geht es um eine Transformation, damit du in was Neues schauen kannst. Du lässt vielleicht ein altes Muster, von dem du zwar überzeugt bist oder warst, aber auf dem Holzweg warst, hinter dir. Und dadurch öffnen sich ganz neue Türen für dich. Du kannst etwas ganz Neues beginnen. Ja, auf den Schlüssel, ja, der Park, ne? Die Öffentlichkeit sich öffnen, aufs Kind, aber ganz wichtig, nicht alleine mit dir austragen das Thema, wirklich Rat suchen bei jemandem, dem du vertraust. Der Park, der Stern und der Ring. Die Dinge laufen rund. Super, super Botschaft. Der Park sich öffnen. Der Schlüssel öffnet ja was. Etwas, das in der Öffentlichkeit passiert oder, wie gesagt, sich öffnet. Der Stern erwarte Wunder, die klare Sicht, die Wunscherfüllung, der Ring. Die Dinge laufen rund. Verträge, die geschlossen werden können, aber auch die Beziehung. Wenn es da oben tatsächlich dein Seelenpartner sein sollte, zu dem du dich sehr hingezogen fühlst, da aber Hindernisse im Weg waren, das Portal an dir genagt hat, weil du nicht wusstest, wie geht es weiter, du nicht stabil warst, die ganze Situation nicht stabil war, dann kann ich dir sagen, da kommt ein Wandel rein, denn die alte Situation wird verschwinden. Vielleicht entschuldigt sich auch jemand mit dem Blumenstrauß hier bei dir, versucht die Türe zu dir wieder aufzuschließen, öffnet sich dir, damit ein Neubeginn kommen kann, dass es hier, ja, in die Wunscherfüllung, in die klare Sicht in dieser Beziehung geht. Sehr, sehr schöne Karten und ja, überdenke deine Gefühle, überdenke deine Gedanken, hol dir Rat von wem auch immer, geh in dich, spür nochmal rein, ist es wirklich so, wie du es denkst oder hast du zu viel Emotionen, die dir ja einen Streich spielen, Traurigkeit, Wut, Enttäuschung, Liebeskummer, whatever, aber du scheinst da nicht die richtigen Gefühle, die richtige Intuition dafür gerade zu haben.
Welche Göttin des Lichts möchte sich dir offenbaren? 2. Einmal Hathor, die ägyptische Göttin. Ich stehe zu allen Aspekten meiner Persönlichkeit. Ja. Steh zu allen Aspekten deiner Persönlichkeit, denn du bist genau richtig, wie du bist. Du solltest dich auch für niemanden verbiegen, ja? Auf gar keinen Fall. Und jeden Morgen, wenn du in den Spiegel guckst, solltest du dir sagen, ich bin einzigartig, ich bin wundervoll, ich bin ein göttliches Wesen und ich bin genau richtig, wie ich bin. Also steh zu dir, wie du bist. Und Aphrodite auch noch zu Hathor dazu. Ich öffne mein Herz für die Liebe. Vielleicht hast du wirklich gedacht, da ist jemand weg. Vielleicht warst du eifersüchtig. Vielleicht warst du im Misstrauen. All solche Dinge können es sein, wenn es hier um die Beziehung geht. Das Hindernis, das euch im Weg gestanden ist. Ich öffne mein Herz der Liebe. Überdenke alles nochmal ganz genau. Schieß nicht aus der Hüfte heraus. Sprich nichts aus, was du hinterher bereuen könntest. Wirf mit keinen Tellern. Zähl bis 100. Denke nach. Nimm dich zurück. Spür hinein. Frage um Rat. Obala. Welche Botschaft des Universums möchte dich erreichen? So. Wenn ich mir erlaube, die Gefühle hinter meinen Mustern zu spüren, wird mir wahre Heilung zuteil. Ja, die Gefühle hinter Mustern. Wir sind so geprägt, wir sind so programmiert von unserer Kindheit, von alten Beziehungen, von der Schule und so weiter, dass wir manchmal auf einen Triggerpunkt reagieren und im ersten Moment gar nicht verstehen, warum reagieren wir so. Das sollten wir uns immer anschauen, denn da ist etwas Altes in uns hinterlegt, was uns ja nicht nur behindert, sondern emotional reagieren lässt, wo es eigentlich keinen Anlass dafür gibt. Denn meistens die Person, die uns triggert, hat mit dem Triggerpunkt überhaupt nichts zu tun. Sie erinnert uns nur etwas, sie ruft nur etwas in uns wach und bekommt dann eine Schelle für ja, ein Ereignis, für das sie gar nichts kann. So, welcher Engel ist bei euch in der kommenden Woche? Engel der Wunder. Freu dich auf positive Überraschungen. Ein Wunder kann über Nacht geschehen. Und der Stern sagt ja, erwarte Wunder, ist die Wunscherfüllung. Hier öffnet sich wieder etwas, was von dem Berg da oben vielleicht verschlossen war. Du hast den Schlüssel auf jeden Fall in der Hand und da können Wunder wahr werden. Ja, ich hoffe, ihr lächelt jetzt. Ne? Aphrodite und Hathor an der Seite, das sind wahrlich zwei unglaublich starke Göttinnen, liebevolle Göttinnen, führende Göttinnen, die da eure Botschaft überbracht haben. Und ich freue mich, wenn ich euch zum Lächeln gebracht habe, wenn ihr ins Denken kommt, reinspürt, was meint Aurora jetzt, wo bin ich eventuell auf dem Holzweg. Ich wünsche jedem von euch, dass ja, dieses Wunder auf euch zukommt und ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gibt, ein Emoji, einen liebevollen Kommentar sendet. Wenn ihr noch ja, nicht wisst, wo ist denn euer Holzweg, eine persönliche Legung wünscht, dürft ihr natürlich gerne unten in die Infobox oder im Abspann die WhatsApp-Nummer von mir notieren, mich anschreiben, wir telefonieren und besprechen, wie ich dich begleiten darf. Ganz besonders freue ich mich natürlich auch, wenn ihr unserer Community beitreten möchtet, die Zeit mit uns weiter verbringen, weitergehen, dann drückt herzlich gerne ganz kostenlos das Abo-Glöckchen. Ich wünsche euch jetzt einen traumhaft schönen Weg ohne Holz
und eine traumhaft schöne Woche. Ich knuddel und drück euch alle ganz fest. Ihr seid für mich einzigartig und wundervoll, jeder einzelne von euch. Ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen und wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, alles, alles Liebe. Jetzt bleibt meine Stimme weg. Eure Aurora. Tschüss und Servus.